Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des liebenden Erbarmers. Bismillahirrahmanirrahim, die Eröffnung. Erstmal, ja, Ikhwan, das, was wir wissen müssen. Diese Fatiha, ja, Ikhwan, die der Chinese und der Australier und der Amerikaner und Araber und Afrikaner und jeder kennt das, unabhängig von seiner Sprache. Diese Fatiha ist nicht so umsonst, ja, Ikhwan. Wallahi, ja, Ikhwan, das hat Allah subhanahu wa ta'ala gewählt und ausgewählt. Und bevorzugt vor allen anderen Suren. Und als die Fatiha herabgesandt worden ist, wurde sie in einer Art und Weise herabgesandt, was keiner Sure hat. Da gehörte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Geräusch in dem Himmel. Und dann sah er ein Licht. Und dann kamen zwei Engel mit Jibril alaihi salam. Mit zwei Lichtern und sagen, das sind zwei Lichter, die Allah dir gegeben hat. Und dann wurde Al-Fatiha und die letzten Ayat von Al-Baqarah, Aman al-Rasul. Al-Fatiha, ja, Ikhwan, fasst die ganze Religion zusammen. Alles, worum es geht. Und das ist genau die Beziehung zwischen uns und Allah. Und deshalb hat Allah Ta'ala diese Sura als As-Salah genannt. Als er gesagt hat, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Ich habe الصلاة zwischen mir und meinem Diener in zwei Teilen geteilt. Und was hast du gemacht, ja Allah? فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإن قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي وإن قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي وإن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي وإن قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Diese, das müssen wir im Vordergrund lassen, wenn du betest. Nicht, nein, bring das im Vordergrund. Dieses Gespräch zwischen dir und deinem Herrn. Und frage nicht, wie passiert das mit dem und mit dem und mit dem gleichzeitig und so, oh, wo bist du gegangen? Dein Gehirn kann sowas nicht erreichen. Also bleib mal runter, komm mal runter. Du kannst mal dein Gehirn in bestimmten Sachen, aber nicht in der verborgenen Welt, wo wir keine Maßstäbe haben. Aber es passiert. Lass das im Vordergrund, dass du mit Allah sprichst. Du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mach Punkt. Damit du das auch spürst. Allah sagt, Hamidani Abdi, mein Diener, lobt mich. Ar-Rahman Ar-Rahim. Mein Diener, lobpreist mich. Malik Yawmiddin. Mein Diener, verehrt mich. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Das, was zwischen mir und meinem Diener. Von ihm zu mir, Ibadah. Von mir zu ihm, I'ana. Das ist was zwischen uns und Allah. Was kommt zu ihm hoch, was kommt zu uns runter? Ibadah, I'ana. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Und dann sagst du, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Das, was zwischen mir und mein Diener und mein Diener bekommt, das, was möchte. Nämlich Al-Hidayah. Aber wie willst du das alles verinnerlichen? Wenn du, ja, Achil Karim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja, Achi, dieser Alhamd, dass du weißt, du lobst Allah. Aber kannst du Allah loben? Kannst du ihm danken? In deinem Lob, in deinem Danksagung, in deiner Danksagung weißt du, ja Allah, diese Danksagung braucht auch eine Danksagung. Dass ich Danksagung spreche, braucht auch eine Danksagung. Ja Allah, dass ich hier stehe,
braucht eine Danksagung. Und dann sagt er Alhamd. Deswegen heißt nicht Hamdallillahi Rabbil Alamin. Und das heißt auch nicht Ahmadullah Rabbil Alamin. Und das heißt auch nicht Nahmadullah Rabbil Alamin. Es heißt Al. Und dieses Al in der arabischen Sprache ist für alles, für den Jins heißt das. Al-Jins. Das heißt alle Arten von Lob. Alhamd. Der Lob, der Dank sei Allah. Alles, was unter Dank zu verstehen ist, gebührt nur Allah. Durch Allah subhanahu wa ta'ala.